Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber wir sitzen heute mal woanders. So ist es. Wir sitzen auch hier ein bisschen in anderer Konstellation. Wir haben nämlich heute jemand wieder bei uns, einen neuen Experten. Und zwar ist das der Herr Peter, der ist von der Polizei. Polizei ist im Haus. Heute ist ja höchste Sicherheitsstufe. Und wir haben für euch auch gleich zwei Folgen geplant mit dem Herrn Peter zusammen. Special-Doppelfolge ist heute am Start. Ganz genau. Und was wir machen, da gehen wir gleich drauf ein, noch in aller Ruhe. Jetzt in der ersten Folge so ganz grob ein bisschen allgemeine Themen. Und in der Folge 2 dürft ihr euch auf mehr Infos speziell zur Landespolizei freuen. Aber ich denke, wir steigen erstmal damit ein, dass der Herr Peter sich vielleicht mal kurz vorstellt. Herr Peter? Sind ja, Sie Stadler? Hallo. Janika und Kai, danke für die nette Begrüßung. Mein Name ist Helmut Peter. Ich bin Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Offenburg. Mache das schon einige Jahre. Und es war nett. Ich bedanke mich für die Einladung und versuche, euch nun ein bisschen die Polizei, Beruf in Uniform etc. nahezubringen. Ja, super. Das ist nämlich genau der Punkt, den wir gerade schon kurz angesprochen haben. Der Herr Peter sitzt hier heute in Uniform. Und dementsprechend wollen wir auch so ein bisschen ja, über Berufe sprechen. Genau. Wo man nicht so daher spaziert wie wir im Büro, sondern wo man eine Uniform trägt und was überhaupt so ein bisschen dahinter steckt. Und deshalb wäre heute unsere direkte Einstiegsfrage gleich mal an den Herrn Peter. Was ist denn gemeint mit Berufen in Uniform? Also zählt da auch der Koch dazu oder worüber wollen wir denn heute reden? Ja, natürlich hat auch ein Koch eine Berufsuniform, aber es geht ja hier hauptsächlich jetzt einmal um staatliche Institutionen, ob das Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei sind. Wir sind Uniformträger, wir sind Berufsbeamte und in aller Regel eigentlich im Bereich der öffentlichen Sicherheit tätig. Klingt schon mal hochinteressant. Also mein kleines Ich, der 5-jährige Kai, wäre jetzt hin und weg hier ein Polizist direkt als Interviewpartner vor mir sitzen zu haben. Wolltest du immer mal zur Polizei? Ja, ich glaube, das ist so der Wunsch von vielen Jungen, die heranwachsen. Da zählt, glaube ich, Polizei, Feuerwehr und Lokomotivführer. Gehört dazu. Muss einmal durch. Ja. Was haben denn überhaupt diese Berufe so gemeinsam? Das ist ja, weil, warum packen wir die heute in einen Topf rein? Einmal sind wir natürlich aufgrund von unserer Uniform für jeden sichtbar. Mhm. Wir haben natürlich diesen riesen Vorteil, wenn wir morgens aufstehen, wir brauchen uns keine Gedanken machen, was wir anziehen. Wir wissen, was wir anziehen. Großer Vorteil. Die Uniform ist natürlich in den letzten Jahren auch sehr komfortabel und wirklich ein Hingucker geworden. Wir sind für den Bürger da. Das heißt, egal ob Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei, wir sind für die Sicherheit, öffentliche Ordnung, Straftatenverfolgung zuständig. Alles, was der Bürger eigentlich selbst nicht regeln kann, nicht regeln möchte, nicht regeln darf, für das sind wir zuständig. Da versuchen wir, Recht und Gesetz wirklich für jeden dazu entsprechend einzusetzen. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also jetzt sind wir natürlich durch unseren Beruf als Berufsberater auch schon ganz schön gut informiert. Aber wir wissen aus Erfahrung mit den Jugendlichen, dass die manchmal gar nicht so richtig wissen, wer macht eigentlich was. Also für was ist überhaupt der Zoll zuständig? Was macht die Bundeswehr? Und um Himmels Willen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Bundespolizei und Landespolizei? Könnten Sie uns vielleicht so einen kurzen Überblick geben oder unseren Hörern, was so die Aufgabengebiete jeweils sind von den Bereichen? Ich versuche, kleine Unterschiede darzustellen. Einmal, wie gesagt, wir sind alles Uniformträger, wir haben aber natürlich verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Einmal hat ja jeder Uniformträger ein Wappen am linken Ärmel. Daran erkennt man, ist es ein Bundesbeamter, ist es ein Landesbeamter. Bundesbeamter hat zum Beispiel den Bundesadler auf dem Wappen. Wir bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg haben die drei Stauferlöben. Daran erkennt man einmal, wo sind diese Beamten überhaupt her. Die Aufgabenschwerpunkte sind zum Teil gleich, sind zum Teil natürlich getrennt. Wenn man sich die Bundespolizei vorstellt, jeder war vielleicht schon einmal im Flughafen, hat seinen Ausweis vorgezeigt, das machen Kollegen der Bundespolizei. Die Bundespolizei ist vertreten an Bahnhöfen, ist vertreten an den Außengrenzen. Alles, was mit Ein- und Ausreise zu tun hat, macht die Bundespolizei. Die Bundespolizei hat auch wie die Landespolizei sogenannte stehende Einheiten, also Kolleginnen und Kollegen, die bei Demonstrationen, die bei auch Katastrophenfällen und so weiter eingesetzt werden.
Der Zoll ist zuständig für den Warenverkehr, insbesondere im Bereich der Grenzen zur Schweiz wird ja immer wieder festgestellt, dass Leute versuchen, ihr in Anführungszeichen Schwarzgeld über die Grenze zu bringen, ohne die entsprechenden Steuern zu entrichten. Zoll ist wie wir bei der Bundes- und Landespolizei auch in Sachen Rauschschiffbekämpfung tätig. Wir arbeiten auch mit Zoll, Bundespolizei in gemeinsamen Ermittlungsgruppen zusammen, insbesondere im Bereich Rauschgift, Betrug. Und natürlich auch, wenn man sich überlegt, die ganzen Mafia-Filme und so weiter in der ganzen organisierten Kriminalität, arbeiten wir sehr eng zusammen, weil da verschiedene Institutionen, verschiedene Gesetzeslagen zusammenspielen. Und da sind wir wirklich sehr intensiv in einem Austausch zueinander. Auf der anderen Seite sind wir da auch getrennt. Das heißt, ich als Landespolizei werde vom Land Baden-Württemberg bezahlt, der Kollege von der Bundespolizei vom Bund, genauso wie der Kollege vom Zoll. Da sind die Unterschiede, wie gesagt, die verschiedenen Tätigkeitsfelder. Okay, jetzt habe ich für mich mitgenommen, dass ich direkt an der Marke und am Emblem erkennen kann, ob jetzt ein Bundes- oder Landespolizist. Das finde ich schon mal interessant. Das ist mir wahrscheinlich schon mal indirekt aufgefallen, aber jetzt direkt angesprochen, stimmt. So Landesembleme und Bundesembleme sieht man doch direkt, wenn man mit jemandem spricht. Trotzdem vielen Dank. Ich finde es jetzt schon durchblickender oder kann mir jetzt schon mehr darunter vorstellen, wo die Unterschiede liegen und wo auch die Gemeinsamkeiten liegen. Der Zoll macht auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur die Flieger kontrollieren, wenn man im Baden-Airpark hier bei uns steht zum Beispiel oder an anderen Flughäfen. Da ist auch die Bundespolizei dabei, also was ich wahrscheinlich eher unter dem Zoll dann abgespeichert hätte. Herr Peter, jetzt würde auch noch uns interessieren, wenn ich mir jetzt einen Polizisten vorstelle, sprechen wir meistens in der männlichen Form, auch die ganzen alten Filme, da ist der Polizist auch immer ein Mann. Und ich habe es auch vorhin gesprochen, viele Jungen träumen auch davon, Polizist zu werden. Die Mädels wie auch. Wie ist es denn mit den Frauen oder den jungen Frauen, die dort arbeiten möchten? Die wollen auch Uniform tragen. Genau, nur wegen dem Schrank. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Frauen, die sich für Beruf in Uniform interessieren, enorm zugenommen. Ich kann jetzt in Zahlen natürlich nur für die Landespolizei sprechen, aber wir hatten dieses Jahr bei den eingestellten jungen Leuten über 40% Frauenanteil. Okay. Das bedeutet, die Männerdomäne gibt es in dieser Art eigentlich nicht mehr, sondern die Frauen sind auch in unseren Berufen wirklich, wie heißt es so schön, im Vormarsch, was man am Anfang skeptisch beobachtet hat, ist jetzt natürlich zum Vorteil geworden, denn es gibt einfach Bereiche, da weiß man, da ist eine Frau einfach der geschicktere Ansprechpartner, auf der anderen Seite ein Mann, erfahrungsgemäß, wenn man sich Sexualdelikte vorstellt oder Delikte mit Kindern, diese Geschädigten oder diese Hilfesuchenden gehen naturgemäß eher zu einem weiblichen Polizeibeamten oder zu einer Beamtin wie zu einem Mann. Umgekehrt haben wir das Problem, dass es leider Kulturkreise gibt oder Betrunkene, die eine Frau in Uniform ignorieren. Dementsprechend sieht man auch immer eigentlich gemischte Streifen, weil einfach diese gemischten Streifen, das ganze Potenzial, das ganze Spektrum, das uns auf der Straße oder bei gewissen Situationen beschäftigt, abdecken kann. Also trotzdem ein Appell an uns Mädels, wenn man zum Zoll möchte, zur Polizei oder vielleicht auch zur Bundeswehr, los geht's, kann man Bewerbung abschicken und wird mit offenen Armen empfangen. Genau. Ja, schön. Genau. Das ist gut zu hören. Ja, ich denke auch. Natürlich muss ich, denke ich mal, die gleichen Voraussetzungen oder viele gleiche Voraussetzungen erfüllen wie die Jungs auch. Da werden sie einfach gleichgestellt. Finde ich auch erfreulich, dass da ein bisschen die Männerdomäne durchbrochen wurde. Aber auch ganz interessant, wo die ganzen Vorteile liegen, auch im Geschlecht. Natürlich gibt es da gewisse Unterschiede und dass die Polizei die Vorteile der verschiedenen Geschlechter dann auch nutzt. Finde ich sehr spannend. Total. Und am Ende kommt es wahrscheinlich auch einfach auf die Charaktereigenschaften an, die jemand mitbringt. Und das ist auch so eine Frage, die uns manchmal umhertreibt.
wie muss überhaupt eine Person sein, die jetzt für den Staat arbeitet? Jetzt mal egal, ob beim Zoll oder bei der Polizei, kann da Hinz und Kunz kommen oder was ist so ein Traumbewerber für Sie vielleicht? Traumbewerber gibt es eigentlich in dieser Hinsicht nicht, aber natürlich, wenn ich in die Berufsbeamtenlaufbahn einsteige, muss ich gewisse Voraussetzungen mitbringen. Das geht los mit Verfassungstreue. Wie gesagt, dass ich also wirklich mich an Recht und Gesetz halte, dass ich entsprechendes Auftreten habe, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich Dienstleister bin. Das heißt, ich bin für den Bürger da. Natürlich, wenn ich einen Strafzettel halte, dann sieht mich der Bürger nicht als Dienstleister. Aber ansonsten ist es doch klar, wenn jemand Hilfe braucht, er weiß, er kann 110 oder 112 wählen. Es wird immer abgenommen. Wir sind kostenlos. Wir sind keine Hotline, wo hinterher wir sagen, das kostet so und so viel. Für das sind wir da. Wir wollen, dass wir in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sicher leben können. Wir sind da, um diese Dinge zu regeln, die man selber nicht regeln kann, die man selber nicht regeln möchte oder auch selber nicht regeln darf. Mhm. Denn wir haben ja kein Wildwest, sondern wenn ich irgendwelche gesetzlichen Verfehlungen entdeckt habe oder so weiter, dann kann ich nicht selber einschreiten, sondern dann rufe ich eben die Polizei und dann sind wir dafür da, diese Sache entsprechend zu regeln. Freund und Helfer fällt mir da ein. Ja, genau, der Slogan. Das ist ja der ganz bekannte Slogan. Ja, auf jeden Fall. Und was bringt mir das überhaupt, wenn ich zum Beispiel für den Staat arbeite? Also ist das eine Einbahnstraße oder kann ich mich da auch weiterentwickeln? So ein bisschen auch für Dienstmöglichkeiten, jetzt nicht, ist ja auch nicht uninteressant für Jugendliche. Hat man da was dafür, dass man den ganzen Tag in Uniform rumrennen darf? Muss. Natürlich, natürlich. Ich habe einmal, habe ich vorhin schon gesagt, eine Berufskleidung, die mich nichts kostet. Ja. Auf der anderen Seite kann ich vielleicht die Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen sicherer machen, allein durch meine Tätigkeit. Und das mache ich natürlich auch nicht umsonst. Ich bekomme natürlich gleich vom ersten Tag an ein nicht unerhebliches Gehalt, das sich über 1.000 Euro in der Ausbildung bewegt. Ich habe unheimlich viele Eindrücke. Ich werde natürlich auch mit Sachen konfrontiert, mit Gesetzen und mit Vorschriften, die ich vorher nie gekannt habe. Das heißt, ich muss mich natürlich auch umgewöhnen, dass ich als Berufsbeamter doch in manchen Dingen vielleicht etwas gesetzestreuer mich darstellen muss, wie jemand, der in einem freien Beruf arbeitet. Ich bin natürlich in einem sicheren Arbeitsverhältnis, das ja in der heutigen Zeit man auch nicht unterschätzen darf. Ich werde natürlich auch gewisse Vorgaben, gewisse Vorschriften und gewisse Befehle befolgen und beachten müssen. Ich bin ein Gehaltsempfänger, das heißt, ich habe zu tun, was mein Vorgesetzter sagt, solange es nicht gegen Recht und Gesetz verstößt. Also ich muss nicht alles machen. Es hat viele Vor-, es hat Nachteile in der Hinsicht, wenn ich natürlich innerhalb von 3 Jahren 100.000 Euro verdienen möchte, dann bin ich im Berufsbeamtentum falsch, denn das ist ein kleiner Nachteil des Berufsbeamtentums, dass es manchmal etwas langsam und schleppend vorangeht, weil es gewisse, das nennt man Planstellen gibt, an denen ich einfach nicht vorbeikomme. Mhm. Aber es so im Großen und Ganzen, natürlich, der Staat bietet mir einiges, egal in welcher Uniform ich mich bewege in meinem beruflichen Leben. Aber es ist auch mehr eine Berufung als jetzt das schnelle Geld. Ich muss vom Jobdenken abweichen. Das heißt, es muss mir klar sein, wenn ich in Zoll, Polizei, Bundespolizei einsteige, dass ich, wie gesagt, einer Berufung nachgehe. Und die Berufung ist einfach, wie gesagt, der eine sagt, ich möchte die Welt sicherer machen, der andere sagt, ich möchte mich in der Hinsicht verwirklichen, dass ich dieses oder jene Fälle aufklären kann, dass ich einfach oder meine Wünsche, die ich habe, sei das jetzt Hundeführer oder sonstige Sache, mit dem Beruf verquicken kann. Spannend. Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen auch ein Thema, wo man eigentlich gleich noch sehr viel mehr wissen möchte. Deswegen haben wir ja auch eine Doppelfolge. Genau. Und erstmal für euch, also egal für welchen Bereich ihr euch jetzt vielleicht interessiert, sei es der Zoll, sei es die Polizei, vielleicht ja auch Bundeswehr, einfach für euch, die bieten alle so eine sogenannte Karriereberatung an. Also geht doch einfach mal auf die Internetseite, guckt euch die mal an und schaut mal, was da noch für Hintergrundwissen steht und an wen ihr euch da wenden könnt, wenn ihr Fragen habt. Denkt natürlich auch an uns. Im Zweifel fragt ihr bei der Berufsberatung nach. Kann ich vielleicht mal bei der Zoll eine Beratung haben oder bei der Polizei? Weil das eben nochmal feine Unterschiede gibt, auch je nachdem, wo ihr überhaupt lebt. Richtig. In Deutschland. Ne? Genau. Und von daher hoffen wir, dass euch unsere erste Folge mit Herrn Peter gut gefallen hat. Ich würde jetzt noch einen kleinen Ausblick wagen. In der nächsten Folge geht es darum, was denn genau die Landespolizei für Aufgaben hat, wie die Ausbildung abläuft. Und das Ganze wollen wir am Beispiel der Landespolizei in Baden-Württemberg besprechen. Aber wir gehen natürlich auch auf Gemeinsamkeiten an von anderen Bundesländern. Ganz genau. Quer durch Deutschland. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Vielen Dank schon mal, Herr Peter, für die erste Folge. Ich danke auch für die Einladung. Gerne, und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.